Mal ganz schnell zum Hookschen-Gesetz. Es ist eine altbekannte Sache. Ihr kennt das alle aus dem Unterricht schon, wenn ich ein Federkraftmesser habe zum Beispiel. Ein Federkraftmesser, ich hänge da ein Gewichtchen dran, das übt eine Gewichtskraft Fg von 3 Newton aus, dann zieht es meinetwegen hier diese Skala entsprechend nach unten. Wir wissen allerdings auch, dass da drin, deswegen heißt das Ding auch so Federkraftmesser, dass da innen eine Feder drin ist. Wenn ich das Doppelte dranhänge, also 6 Newton Gewichtskraft auf die Feder ausgeübt werden, ja, dann zieht es das weiter raus und das wird entsprechend an der Skala angezeigt. Mir geht es jetzt aber nicht um die Skala, sondern um die Längenänderung. Wenn ich gar nichts dranhänge, ist der ganze Klapperatismus hier drinnen in der blauen Hülse verborgen. Wenn ich was ranhänge, habe ich zum Beispiel 6 cm rausgezogen. Also 3 Newton entsprechen 6 cm. Wenn ich das Doppelte ranhänge, deswegen ist die Skala auch linear aufgeteilt, also immer in gleichen Abständen, dann kommen eben 12 cm raus. Das Hooksche Gesetz letzten Endes ist nur eine ganz einfache Geschichte. Ich füge es mal ein. Na komm. So. Das Hooksche Gesetz, und zwar drückt sich so aus, die Kraft, hier, ich habe die entsprechend farbig gekennzeichnet, ist die Federkonstante mal diese Längenänderung. Ich kann das Ganze auch umstellen, das ist aber unwichtig. Die Federkonstante, ich muss noch was vorher sagen, ich habe das extra noch hingeschrieben. Achtung, zu viel zerreißt den Sack, das ist eine alte Müllerweisheit. Wenn ich die Feder überdehne, dann wird sie sich nicht elastisch, sondern plastisch verhalten. Das heißt, sie hängt dann hier unten raus und die Skala hängt dann hier irgendwo rum und ich kann das ganze Ding nicht mehr gebrauchen. Also nicht übertreiben, das geht bis zu einer ganz gewissen Dehngrenze oder Streckgrenze, wie man auch sagt. Und wir müssen noch was beachten. Es geht um eine Federkonstante, nicht um eine Gummikonstante oder eine Muskelkonstante oder irgendwas. Alles scheinbar elastische Stoffe oder durchaus elastische Stoffe, also zum Beispiel Gummi oder ein Muskel, sind elastisch. Allerdings verhalten die sich nicht linear. Das heißt, wenn ich hier einen Gummi reinmachen würde, dann könnte ich keine Skala hier drauf abtragen, welche immer gleiche Abstände hat. Außerdem altert ein Gummi schnell und dann stimmt das alles nicht mehr und noch was. D, die Federkonstante, ist keine Materialkonstante. Das lässt sich leicht einsehen. Wenn ich aus dem gleichen Werkstoff eine dünne Feder mache und eine ganz dicke Feder, naja, dann merkt man, gleiches Material, aber es ist eben keine auf das Material bezogene Zahl, die da rauskommt, sondern eine, die ich für jede Feder einzeln ermitteln muss. Die Einheit für D ist 1 Newton pro, was habe ich hier geschrieben? Ja, pro Sekunde und 1 Kilogramm pro Quadratsekunde. Lässt sich vielleicht einsehen, aber werden wir gleich sehen. Ich habe es natürlich verbessert. Newton pro Meter. Ich sehe es ja hier selber. So ein Quatsch. Warum das aber auch gleich 1 Kilogramm pro Quadratsekunde sein kann, habe ich hier nochmal ganz schnell aufgelistet. Newton ist ja Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Und wenn ich das durch Meter teile, also Newton pro Meter, dann kann ich auch schreiben, also Newton pro Meter, beziehungsweise, was passiert, wenn ich jetzt sage, ich kürze die Meter raus, dann bleibt übrig Kilogramm pro Quadratsekunde. Pardon. Manchmal schreibt man irgendwelchen Blödsinn hin. So, das heißt jetzt letzten Endes, ein Berechnungsbeispiel auf unser Beispiel bezogen wäre, 3 Newton muss sich ergeben aus, jetzt kommt die Federkonstante, 50 Newton pro Meter mal 0,06 Meter. Die Meter kürzen sich raus, es kommt Newton raus, das ist nämlich auch eine Krafteinheit. Und 50 mal 0,06 ist 3, das kann man, ich werde mal hier links wieder anfügen, wie man mit Kommazahlen ganz schnell im Kopf rechnet und so weiter. Genauso werde ich wahrscheinlich noch einen Link anfügen, wie sich das mit Newton verhält und wie man das, also hier oben bei dem i, einfach mit der Maus hier reinfahren oder mit dem Finger, dann seht ihr das und dann werden solche Dinger nochmal vorgestellt und man kann kurz hier drauf gucken, sich nochmal tiefer bilden und dieses Video bleibt stehen und wartet, also ihr verpasst nichts. So, das gleiche für 6 Newton muss dann auch die gleiche Federkonstante, bei gleicher Feder, Newton pro Meter. 50 Newton pro Meter mal 0,12 Meter. Ne? Die 12 Zentimeter sind das. Daher kommt das. Also ist letzten Endes ganz einfach. Wozu wir das brauchen? Das Hooksche Gesetz ist spannend in jeglicher Richtung, wenn es zum Beispiel um Materialspannungen oder solche Sachen geht. Also ich werde auch mal mehr auf die technische Seite verweisen. Das ist dann Sinn des Hooksche Gesetzes. Auch genauso in der Medizin und Biologie. Braucht man, muss man wissen, gehört einfach dazu. Also ich hoffe,
Dass es euch gefallen hat und dass ihr es verstanden habt, verstehen finde ich immer cool. Sagen alle. Tschüss.